Rangnick deutet Undiszipliniertheiten vor dem Salzburg-Spiel an. Trainer Ralf Rangnick von RB Leipzig hat Andeutungen gemacht, dass es vor dem Spiel gegen Red Bull Salzburg 2:3 zum Auftakt der Gruppenphase in der Europa League zu Undiszipliniertheiten einiger RB-Spieler gekommen sein soll. Namen nannte Rangnick nicht. Auch den Hergang wollte der Coach nicht schildern. Jetzt werden wir uns mit der Mannschaft zusammensetzen und dann womöglich auch mit Teilen der Mannschaft und die hoffentlich richtigen Schlüsse für die Partie am Sonntag in Frankfurt ziehen, sagte Rangnick am Freitagmittag und deutete vor dem Bundesligaspiel bei der Eintracht 18:00 Uhr Sky an, dass es zu Sanktionen kommen könnte. Der Sportdirektor und Trainer sprach von Dingen, die erklären, warum einige Spieler gestern nicht bereit waren. Dinge, die erklären, warum Spieler in der Halbzeit ausgewechselt wurden. Rangnick will von den Vorfällen aber erst am Freitagmorgen erfahren haben. Nach dem enttäuschenden ersten Durchgang hatte Rangnick beim Stande von 0:2 gleich 3 Spieler zur Halbzeit ausgewechselt. Das habe ich nur 2 oder 3 Mal in meiner Trainerkarriere gemacht. Dabei handelte es sich um Nordi Mukiele, Jean-Kevin Augustin und Brummer. Zufälligerweise ist der ein oder andere von denen dabei gewesen, sagte Rangnick zu den Vorfällen. Wie der Cheftrainer weiter ausführte, hatten die Undiszipliniertheiten mit den Abläufen vor dem Spiel zu tun, die wir in den letzten 3 Monaten in die Mannschaft reingetrommelt haben, wie der Coach sagte. So gäbe es für die Spieler mit dem Betreten des Kabinentraktes ein absolutes Handyverbot. Zudem werde genau festgelegt, wann die Mannschaft zum Aufwärmen ins Stadion gehe und wann sie in die Kabine zurückkomme. Wahrscheinlich verzichten muss RB am Sonntag in Frankfurt auf Nationalspieler Timo Werner, der über muskuläre Probleme klagte. Auch für Lukas Klostermann, Kniereizung, werde es wohl nicht reichen. Punkt. Am ehesten von den angeschlagenen Spielern könnte es bis Sonntag Neuzugang Marcelo Saracchi, muskuläre Probleme, schaffen.